aus. Bleibt mein Herz wieder stehen und mein Kopf leer, wo soll ich anfangen? Immer wenn wir uns sehen, muss ich sofort wieder gehen, weil ich rot werde, wenn du mich anlässt. Immer wenn wir uns sehen, immer wenn wir uns, wenn wir uns, immer wenn wir uns sehen. Das ist schon witzig. Also es sind irgendwie so zwei Welten, die da ja aufeinander prallen. Ich finde, die jüngere Stimme klingt so, als würde meine jüngere Schwester da irgendwie singen. Die Tiefe passt halt einfach viel besser zu dem äußeren Erscheinungsbild. Luca im Duett mit sich selbst. Vor der geschlechtsangleichenden Hormontherapie und danach. Ja doch, das bin schon ich. Aber halt nicht zu 100%. Da bin ich so zu 40-50%, ich würde ich sagen. Luca ist trans, das heißt, er wurde nach der Geburt dem weiblichen Geschlecht zugewiesen. Der 25-Jährige fühlt sich und lebt aber als Mann. Für ihn war schon früh klar, dass etwas nicht ganz stimmt. Man fühlt sich wie in so einem Kostüm, also in so einem Onesie quasi, wo so ein Reißverschluss eigentlich ist. Aber dieser Reißverschluss, ist, den kriegt man nicht auf, also der ist irgendwie zugeklebt. Das heißt, man spielt eigentlich vor, jemand zu sein, der man eigentlich gar nicht ist, und man hat so eine Schale, so einen Panzer, aus dem man irgendwie nicht rauskommt. Und da müssen halt andere Schritte eingeleitet werden, dass man da quasi ausbrechen kann. Und ja, man fühlt sich halt einfach nicht wie man selbst. Also ich habe das bei mir immer gemerkt, dass ich wirklich Probleme hatte, auch in den Spiegel zu gucken. Und immer gedacht habe, boah, das passt alles so gar nicht zusammen. Also es passt nicht zu dem, wie ich mich fühle. Warum ist das so? Und es hat einfach ganz viel Hass gegenüber einem selbst auch irgendwie ausgelöst. Ein Gefühl, das viele kennen, die ihr Geschlecht angleichen möchten, wie Luca. Dieser Prozess, eine Transition, kann unterschiedlich aussehen. Für viele gehört die Änderung des Vornamens und Geschlechts im Pass dazu. Das geht ab dem 1. November einfacher, mit dem neuen Selbstbestimmungsgesetz. In Hessen haben sich schon viele vorher angemeldet. In Lukas Wohnort Kassel zum Beispiel 167. Also ich finde das super, dass das Selbstbestimmungsgesetz kommt, weil das in vielerlei Hinsicht einfach absolut notwendig war, dass da eine Überarbeitung kommt, sei es aufgrund der langen Wartezeiten, sei es aufgrund der Gutachten, die extra erstellt werden müssen. Also bei mir war das so, ich musste zu zwei unabhängigen Gutachtern, denen quasi mein komplettes Leben darlegen, auch die intimsten Einblicke da irgendwie gewähren, nur um diese Gutachten dann zu bekommen, damit dann diese Vornamens- und Personenstandsänderung in Kraft treten kann. Und das fällt ja weg, genau diese Begutachtung fällt weg. Man kann dann einfach zum Standesamt gehen und sagen, hier, das, so ist die Lage, ich möchte gerne vorne einen Personenstand ändern. Für viele gehört nicht nur die Namensänderung, sondern auch eine geschlechtsangleichende Operation dazu. Die Zahlen sind in den letzten Jahren in Deutschland stark gestiegen. 2007 waren es noch 419, 2021 schon 2598 Operationen. Viele dieser OPs führt Ulrich Rieger im Frankfurter Markus-Krankenhaus durch. Dieser Anstieg ist nicht geschuldet, dass es tatsächlich mehr Menschen gibt, die sich transident fühlen, sondern ich bin davon überzeugt, dass die Akzeptanz gestiegen ist und deshalb auch das Zutrauen der Menschen, das auch öffentlich zu machen und diese Schritte dann wirklich zu gehen, anerkannter ist und der Mut größer geworden ist. Das sind hochkomplexe Operationen, denen man sich nur unterzieht, wenn man das wirklich will. Da können auch Komplikationen, Nebenwirkungen auftreten. Das ist mit mehreren Krankenhausaufenthalten verbunden. Das ist nichts, was jemand machen würde aus Spaß. Dieser Leidensdruck ist da. Auch für Luca war seine Operation ein wichtiger Schritt. Er hat sich einer Mastektomie unterzogen. Das heißt, er hat sich die weibliche Brust abnehmen lassen. Diesen Weg hat er dokumentiert. Es ist so flach und man sieht den Brustmuskel. Und es ist so schön geworden. Ich bin so zufrieden, wirklich so zufrieden. Es ist irgendwie ein ganz, ganz besonderer Moment. Also ich hatte das Gefühl, ich kann wieder aufrecht durch die Straßen laufen, aus dieser Schonhaltung raus, immer um die Oberweite zu verdecken quasi. Und das war einfach ein ganz, ganz neues Gefühl. Ich habe danach gemerkt, ich bin viel, viel selbstbewusster. Ich bin viel, viel gestärkter in mir. Und das war so der große Schritt eigentlich in Richtung Freiheit und mit auch der wichtigste Schritt der gesamten Transition. Ja. Seinen Weg verarbeitet Luca auch in seiner Musik.
Und ich frage mich, wann fange ich damit an, so zu leben, so dass ich sein kann. Wann fange ich an? Ich warte schon zu lang.